Kate Middleton hat Krebs, was nicht nur ein Schock für die britische Königsfamilie ist, sondern die Menschen, die am meisten verletzt und beunruhigt sind, sind ihre leiblichen Eltern. Allerdings sahen fast alle in dieser Zeit nicht, wie Kates Eltern auftauchten. Was also taten sie, als ihre Tochter krank wurde? Insidern zufolge sind auch Kates Eltern Tag und Nacht bei ihr. Obwohl man sie auf Fotos sicherlich nicht oft zusammen sieht, sind sie im Hintergrund sehr präsent, sagt Royal-Expertin Katie Nicholl. Laut Nicholl waren Kates Eltern erleichtert, dass ihr Krebs in einem frühen Stadium erkannt worden war, und sie fühlten sich beruhigt durch die Tatsache, dass es sich bei der Chemotherapie um eine präventive Chemotherapie handelte. Kate wird die besten Ärzte der Welt haben, die sich um sie kümmern, damit sie in Sicherheit ist. Insbesondere Carol Middleton spielt auch eine wichtige Rolle dabei, alles in Einklang zu bringen. Carol war diejenige, die die Familie in dieser schwierigen Zeit zusammenhielt. Kates Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis wurden von ihrer Großmutter durch diese Momente familiärer Krankheit unterstützt. Berichten zufolge ist Carol die treibende Kraft, die die Familie zusammenhält, und hat diesen Ansatz mit minimalem Aufwand und maximaler Bescheidenheit umgesetzt. Carol hat viele Aufgaben im Zusammenhang mit walisischen Kindern übernommen. Sie chauffierte George, Louis und Charlotte, brachte sie zu Schulsportspielen und unterstützte sie endlos. Insgesamt ist sie ein Kamu tuh kakak aja kamu channel terus Rian Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.